Selbstverständlich kriegen Sie die Nachricht sofort in sein Fach. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Meine Nichte soll bei Ihnen wohnen, Anja Herrlinger. Einen Moment bitte. Ich bin gerade zufällig in der Stadt und da wollte ich meine Nichte gern überraschen. Wenn Sie also nichts von meinem Besuch erzählen würden. Es tut mir leid, aber Frau Herrlinger ist nicht mehr unser Gast. Nicht mehr? Sie ist heute Vormittag abgereist. Und wohin? Ich muss sie erreichen, unbedingt. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ein Taxi, die Herren? Hören Sie, Frau Herrlinger soll ein Paket erhalten von ihrer Mutter. Sie muss da irgendwas hinterlassen haben, wo sie zu erreichen ist. Keine Adresse, tut mir leid. Ein Wagen zum Hotel, bitte. Zahlen, bitte. Sofort. Das waren 2 Gyros, 20 Mark und 2 Mariziner. 8 Mark macht 28 Mark, bitte. Ich habe 14, Petra. Ich nur 10. Wir hätten nur 1 Reziner trinken dürfen. Was der aber auch so teuer ist. So. Also, wir haben da ein Problem. Wir haben 4 Mark zu wenig. Oh, unangenehm. Aber ich kann Ihnen einen Deckel machen und Sie zahlen den Rest das nächste Mal, okay? Das geht aber nicht. Wir sind aus Köln. Petras Bruder liegt hier im Krankenhaus. Entschuldigt Sie, aber wer so ehrlich ist, darf ich die 4 Mark für Sie zahlen? Nein. Ich meine, oh, vielen Dank. Das ist wahnsinnig nett von Ihnen. Ach, wissen Sie, mir ist das auch schon mal passiert. Ich hatte allerdings Pech, die Wirtsleute hatten meinen Ausweis behalten und ich musste ein paar Tage später extra anreisen, um die paar Mark zu zahlen. Seitdem träume ich immer von einer Kneipe mit Speisekarte ohne Preisliste. Eine Kneipe, wo jeder so viel zahlt, wie er gerade kann und will. Der eine mal mehr, der andere weniger. Da wäre der Wirt aber schnell pleite. Haben Sie das mitbekommen? Ich werde Opa! Entschuldigung. Gratulation. Ein ganz hervorragender Laden für Umstandsmoden. Sehr geschmackvolle Sachen und nicht mal teuer. Entschuldigung, wissen Sie, ob da drin die Hochzeitsgesellschaft von Riese und Scholz ist? Und Sie feiern nicht mit? Nein, ich gehöre nicht dazu. Schon lange nicht mehr.